Diana, sehr merkwürdig. Aber ja, vielleicht in diese Talentschule gehen? Wir gehen mal raus. Bin verunsichert. Ich auch. Ich kann mir nur vorstellen, dass er das meint, dass wir jetzt anfangen sollen. Oh, ja. Den Ruf im Keller des Sammlers hat er gestanden und war schwer. Wenn ich länger geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich erstickt. Während meiner letzten Zeit dort verschwand Akihabara in einer fernen Erinnerung. Ich kehrte an die Oberfläche zurück, streckte meine Hand nach oben, um meine Augen vor dem Sonnenlicht zu schützen. Mir war da 3 Jahre unten. Und hörte der Menschen auf der Straße zu. Ihr Gespräch erschien mir nur sinnlos. Teil einer Welt, zu der ich nicht mehr gehörte. Die geschäftigen Straßengeräusche fegten mir die Spinnenweben aus dem Kopf und zwangen mich an alles zu erinnern, was der Sammler erzählt hatte. Und an alles, was er unmöglich wissen konnte eigentlich. Ich habe ihm so viel erzählt, aber hatte ich eine Wahl? Vielleicht hatte er recht und ich war doch eine Marionette. In diesem Moment war es egal. Dunkelheit und die Maske waren Teil meiner Welt, zu der ich jetzt gehörte. Normale Ermittlungsmethoden würden mich nicht zu ihnen führen. Unzählige Wege verengten sich auf 2 Pfaden und ich hatte keine andere Wahl, als mich in Richtung der Hinweise zu bewegen, die mir gegeben wurden. Als ich Akihabara hinter mir ließ, hat mich eines beschäftigt. Woher wusste der Sammler so viel über mich? War ich wirklich so einfach zu lesen? Hat er doch Webcams? Ohne. Ich hatte keine Zeit, um darüber nachzudenken. Kazuki und Reina waren in der Dunkelheit. Das war so gut wie bestätigt. Ich hatte nun die Mittel, so unmöglich wie sie mir auch schienen, um sie zu finden. 2 Wege, die Maske und die Dunkelheit, beides war notwendig. Und ich musste mich Entscheidungen treffen, welchen Weg ich zuerst folgen sollte. Ja, Talentagentur, sag ich doch. Im Rotlichtviertel von Tokio oder zurück nach Kamakura, um Mai zu besuchen, das Mädchen, das fast umgebracht hätte. Ah, beides fand ich nicht sehr ansprechend. Meine logische Seite verstand auch nicht, wie beides helfen würde, aber da alles um mich herum zerbrach und zerbröckelte, war Logik nicht mehr wichtig. Ich musste mich entscheiden. Oder vielleicht würde etwas für mich entscheiden? Ja, wir sind ja Puppendreher, ne? Also, ich wollte zuerst zum Schreinmädchen gehen. Das war Kamakura? Nee, oder was? Wo war das jetzt? Kamakura, oder? Wahrscheinlich. Wir gehen doch mal irgendwo hin, wir müssen es ja erraten. Ich kann mir den Namen nicht merken. Es klingt also gleich immer, ne? Ja, richtig. Sich das zu merken. Ich bin hergekommen, um das mit der Maske herauszufinden. Aber es gibt etwas, was ich zuerst tun muss. Vor 6 Monaten habe ich ein Mädchen ins Leichenschauhaus geschickt und beinahe ein anderes getötet. Seitdem hatte ich unzählige Mal daran gedacht, hierher zu kommen, um mich bei Maikawana zu entschuldigen. Aber ich konnte mich selbst nicht mehr mit ihr sehen. Was? Konnte was? Mich selbst nicht mehr mit ihr sehen? Und mich meinem Versagen stellen. Okay. Ich denke an die Angst und den Schmerz in ihren Augen und fühle nichts als Scham. Für meinen eigenen Seelenfrieden muss ich ihr die Wahrheit über den Tag sagen und darüber, wie ich die Kontrolle verloren habe. In diesem Moment ist gerade mein Stuhl nach unten gefahren. Hoffentlich. Das war ein schrecklicher Moment. Kann sie es in sich, was? In sich selbst finden, mir genug zu verzeihen, ja, um mir bei meiner Untersuchung der Maske zu helfen. Warte, es ist Herbst. Warum blühen die Kirschblüten? Seit dem Tag hat sich nichts geändert. Ja, die blühen echt nicht lange. Wo ist der nervige Ich will ihn Typ? nicht sehen, ich gehe weiter. Ich will ihn nicht sehen. Es hat sich echt nichts verändert, ne? Hier war ja die Oma zu Hause, ne? Also, langsam überlege ich mir schon, ob wir überhaupt noch am Leben sind Ich oder ob wir bezweifle es schon so irgendwie. eine Geistergestalt sind. Oh, die alte Frau. Geh weg! Keine Besucher! Okay. Omi will nicht mit uns reden. Dann suchen wir das Mädchen. Ja, und alles grün und. Ja, es ist Herbst. Hä? Sollen wir jetzt hier schießen, oder? Oh, die Kirschblüten fielen mir sanft zu Füßen, als ich mich vor dem Familienschrein näherte. Vor mir stand Mai Kawana, immer noch im Schreinoutfit. Sie hatte mich sich nähern sehen und stand da gefroren und verängstigt. Der gleiche hilflose Blick auf ihrem Gesicht, als hätte sie ein Messer an der Kehle gehabt, Monate zuvor. Dieses Mal war ich es, vor dem sie Angst hatte. Wir waren die einzigen beiden Menschen am Schrein, doch ich konnte das Gefühl nicht loswerden, verfolgt zu werden. Eine vertraute Präsenz, die mich im Schatten anschaut. Ja. Was? Oh, was soll man was tun? Schon wieder. Die Maske!
Sie töten, nein! Was? Ich kann nichts tun. Oder sollen wir die Zeit ablaufen lassen? Lass die Zeit ablaufen, okay. Mal sehen, was passiert. Oh Gott, quälende Sekunden. Ich warte. Quälende Sekunden. Nein, ich werde es nicht tun. Warum jetzt? Warum sie? Was? Ich muss nicht tun, was du sagst. Kannst du ja lesen, dem Grieseling. Mhm. Ich bin keine Marionette. Ich kann mich entscheiden. Wow. Das hat funktioniert. Hat das jetzt tatsächlich geklappt? Krass. Hätte sie fast abgeknallt. Hätten wir sie jetzt töten können? Ich hätte sie fast abgeknallt, ganz sicher. Ja, wie den Typen. Ja. Also wir können theoretisch in dem Spiel alle ermorden, wenn wir nur wollen. Hm. Okay, krass. Entschuldigung, ich lese gerade. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Kann sein. Sie, der Detective, warum stehen Sie nur da? Ist es vorbei? Mir geht's gut. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Siehst du, also ich, und so, und ja, und, ne? Ich war nie gut im Entschuldigen. Es tut mir leid für alles, was dir angetan habe. Selben Tag wollte ich mit dir reden. Ich hätte früher kommen sollen. Sie sind hier, um sich zu entschuldigen? Jetzt? Ich habe seit 6 Monaten nichts von niemandem gehört. Die Polizei sprach nur einmal mit mir. Und dann fingen alle an, mir aus dem Weg zu gehen und so zu tun, als wäre es nie passiert. Ich schätze, das macht mich zum letzten Menschen, den du jetzt sehen willst. Nach diesem Tag kam sicher eine Polizei vorbei und sagte dir, dass ich nur die Prozedur befolgte. Aber das ist Quatsch. Die Polizei in diesem Land erschießt keine Menschen. Ich war nicht ich selbst und ich hatte die Kontrolle verloren. Was dich in Gefahr gebracht habe. Ich wette, das hört sich vage an zu sagen, aber dass ich die Kontrolle in so einem kritischen Moment verloren habe. Da war kein Aber. Da hier ist es Aber, ich wusste es doch. Aber es ist die Wahrheit. Die Wahrheit? Es ist seltsam, oder? Die Kirschblüten, meine ich. Es ist albern, aber jedes Mal, wenn jemand kommt und sagt, wie schön sie sind, werde ich so wütend. Es ist, als würden sie meine Gefühle überhaupt nicht verstehen. Aber das ist egoistisch, was? Es ist nicht so, dass ich will, dass alle mitleiden. Ich nehme an, der einzige andere, der das versteht, sind Sie, Detective. Ihr Name ist Ito, richtig? Es ist so still hier. Es ist schwer vorstellbar, dass so etwas an diesem Tag im April wirklich an einem so friedlichen Ort passiert ist. Aber das ist es. Ich weiß, dass Sie und Ihr Partner nur taten, was Sie konnten, um mich zu retten, aber ich wünschte, ich hätte helfen können. Fühle mich so hilflos. Wenigstens haben Sie mir die Wahrheit gesagt. Ich danke Ihnen. Ich habe Oma nach der Maske gefragt, hinter der das rothaarige Mädchen her war, und sie hat alles geleugnet. Aber es war eine Lüge. Ich fand eines ihrer alten Tagebücher im Schrein und sie schrieb, dass die Maske wichtig sei und versteckt werden müsse. Warum sollte sie mich anlügen? Ich habe es satt, dass jeder immer versucht, mich zu beschützen, indem er alles vertuscht. Großmutter war auch nicht mehr dieselbe seit dem Tag. Sie schließt sich in das alte Haus ein und murmelt vor sich hin und murmelt vor sich hinüber über Dunkelheit und Reinheit. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Maske etwas damit zu tun hat. Es tut mir leid. Hör nur, wie ich abschweife. Ich wette, das ist ihnen alles egal. Die Wahrheit ist, ich denke, du hast recht, dass die Maske etwas mit all dem zu tun hat. Ich bin hergekommen, um dich danach zu fragen. Das finden Sie auch? Dann lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich weiß nichts, aber vielleicht weiß Takashi etwas. Oh, entschuldigen Sie, Takashi ist mein Bruder. Er wohnt hier in Kamakura mit mir und Oma. Aber er ging bei der ersten Chance, die er bekam.
Wir telefonieren ständig miteinander, aber er weigert sich, uns zu besuchen. Ich habe das Gefühl, er weiß etwas, was ich nicht weiß. Er erzählt mir nicht mal, wie meine Eltern gestorben sind. Und wo wohnt dein Bruder jetzt? Er ist Lehrer in einem Kendo-Dojo in Asakusa in Tokio. Ich habe gehört, er ist ein großer Kerl in der Kendo-Welt. Asakusa. Das müssen wir uns merken. Asakusa. Das hört sich so an, als wäre ein guter Anfang, ne? Denkst du, er wird mit mir reden? Du kannst es versuchen. Er war nie gut darin, sich Fremden gegenüber zu öffnen. Das ist ein Versuch wert. Danke für deine Hilfe, Mai. Jo, ciao, hau rein. Ich find's gerade faszinierend, dass wir uns wehren konnten. Wir hätten sie fast abgeknallt. Ja, wären wir nicht auf die Idee gekommen, die Zeit ablaufen zu lassen? Ja, hätten wir sie abgeknallt. Hätten wir gedacht, wir haben keine andere Wahl. Ja, ich komm hier raus. Wie komm ich raus? Ich komm hier auf die Map. Wir hängen fest im Kirschblüten. Ich geh doch zum Typen rein. Ach, nein. Verlassen. Kamakura? Verlassen. Verlassen, Kamakura verlassen. Oh, okay. Vielleicht müssen wir Zug fahren, weil das so weit weg ist. Asakusa war es, ne? Genau. Ich hatte kurz Angst, wir reden mit ihm. Meine Ermittlungen bis zu diesem Punkt führten mich zu der Annahme, dass es schwierig und kompliziert wäre, Takashi Kawana zu finden, aber es könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es stellte sich heraus, dass sein Kendo-Dojo als beliebter Trainingsplatz für einige nationale Champions und mehrere Polizisten der Stadt angesehen wurde. Letzteres machte mich nervös. Die Informationen, nachdem ich gefragt habe, waren sensibel und ich wollte nicht, dass meine Ermittlungen den Weg zurück zum Hauptquartier finden. Ein paar falsche Fragen können dazu führen, dass die Polizei an meiner Tür klopft. Sie sehen ihn zu Hause. Oder das kleine Mädchen ist zu Hause. Oder schlimmer noch, Yukimura selbst ruft mich an. Du musst vorsichtig sein. Das kleine Mädchen ist immer da, weil es angeblich behauptet, wir würden die Tür nicht verabschieden. Es ist nur in unserem Kopf. Ist das das Dojo? Ja. Sie macht uns auch Curry. Im Inneren befindet sich das Interieur eines traditionellen Teegeschäftes. Okay. Er ist nur ein Typ, der Essen verkauft. Ich hatte jetzt alle durchgequatscht. Das könnte was sein. Zuhören? Hallo, können wir Ihnen behilflich sein? Das ist doch nicht zuhören! Ich spreche kein Englisch. Moment, Japanisch? Hä? Was? Okay, wir hätten eine andere Sprache gehabt. Okay. Also, das Japanische ist perfekt. Als College-Professor wäre ich wahrscheinlich sonst arbeitslos. Ich bin kein Hochschulprofessor, aber ich arbeite in einer japanischen Softwarefirma. Also wäre ich auch in Schwierigkeiten. Sieh mich nicht an. Ich wohne nur hier. Nun, nicht in Tokio, in einem Vorort. Ihr könnt besser Japanisch sprechen als ich. Ich meine, es tut mir leid, dass ich, ich hätte nicht gedacht und, Möchtest du lieber auf Englisch sprechen? Nein! Ich meine, bitte, im Japanisch ist gut. Sorry, ich wollte nicht neugierig sein, Mann. Ich schätze, ich sehe nicht viele Leute, die so spät im Jahr Yukata tragen. Gibt es ein Fest oder sowas? Wahrscheinlich diese Kimonos, ähnlichen Dinger, oder? Nein, wir kommen jedes Jahr nach Asakusa und mit Yukata wurden nach einer Weile Teil der Tradition. Schätze, es lässt uns mehr auffallen als sowieso schon, was? Tja. Lass die Tradition in Ruhe, Toni. Allerdings sind meine Beine etwas kalt. Ja, okay, das ist ein sehr gutes Gespräch. Danke dafür. Ja, unser Problem ist, dass wir diese ganzen japanischen Begriffe nicht auch richtig aussprechen können. Ziemlich leer. Das sieht doch eher nach Dojo aus. Das ist er. Takashi. Wer bist du? Freund von Mai, oder? Meinst du sicher, wenn er mit ihr nicht redet? Er redet doch mit ihr, er kommt sie nur nicht besuchen. Ja, stimmt, aber er hat gemeint, er tut sich schwer, Fremden zu öffnen, war es doch, oder? Ja, also ein Freund von Mai. Vielleicht dann eher ein Freund, ja. Vielleicht.
Du bist ein Freund meiner Schwester? Das soll ich glauben? Ein bisschen alt, nicht wahr? Ja, danke, ne? Glaubst du wirklich, ich würde dich nicht erkennen? Du bist der Officer, der im April beim Schrein war und sie fast getötet hätte. Und jetzt lügst du darüber und tust so, als wärst du ihr Freund, um sicher etwas von mir zu bekommen? Yeah. Aber mittlerweile, hätte ich gesagt, sind wir so, also wir haben da ein besseres Verhältnis. Meine Fresse. Ja. Hashi, reiß dich zusammen. Ja, er weiß das nun nicht. Schau nicht so schockiert. Deine kleine Täuschung war einfach zu lesen. Das ist alles. Nach deiner Idiotie? Mhm. Oh Gott, was sind das für Worte? Deiner Idiotie in Kamakura hörte ich Mai einen Monat lang jeden Abend am Telefon weinen. Lass sie in Ruhe. Und jetzt verschwinde aus meinem Dojo, bevor ich oder einer deiner Kollegen dich rauswerfen muss. Es ist egal, was wir gesagt hätten. Er hätte uns sowieso rausgeworfen. Ja, aber einer deiner Kollegen? Meiner Kollegen. Also, ja, oder Polizei halt. Ne? Hat irgendwie nun, das lief jetzt nicht so gut, ne? Vielleicht weiß Mai, wie man ihren Bruder aufweichen kann. Oh nein! Okay. Ja, aber es ist echt egal, was wir gesagt hätten. Es ist echt egal. Theoretisch war es egal, denn er mochte uns ja sowieso nicht. Ja, aber warum können wir sie nicht anrufen? Warum müssen wir da hin und ja, sagen Sie, warum die kein Telefon haben, Mann. Oh, und vor allem, warum blühen die Kirschblüten im Herbst? Das hat sie auch nicht gesagt. Ja, also, verstehe auch nicht. Ich glaube, ich habe deinen Bruder gefunden. Er schien nicht gerade erfreut sein, mich zu sehen. Ja, sie haben meinen großen Bruder gefunden. Er hat mich beschützt, seit wir klein waren. Ich weiß, ich überschreite wahrscheinlich meine Grenzen, aber wärst du so bereit, mit ihm zu reden? Ich glaube nicht, dass er mir alleine etwas erzählt. Soll ich Ihnen helfen? Hm. Wissen Sie, Sie wiederzusehen hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich habe beschlossen, dass ich nicht hier sitzen und ignorieren kann, was passiert. Selbst wenn es alles verheimlichen wollen. Selbst wenn es alle verheimlichen wollen, verdammt nochmal. Ich muss verstehen, warum meine Familie sich so seltsam verhält. Sogar mein eigener Bruder hält mich im Dunkeln. Ich habe es satt. Sicher, ich komme mit Ihnen mit, Ito. Oh. Wenn ich allein gehen würde, würde er mir wahrscheinlich auf den Kopf hauen und mich wegschicken. Aber wenn Sie mit dort sind, bin ich sicher, dass er mir von meinen Eltern, der Maske und allem erzählen wird. Bist du sicher, dass du das willst? Also, manchmal ist es nicht zu gut wissen. Was? Ist es nicht zu wissen besser? Richtig, ja, richtig, Mai. So. Nein, keine dummen kleine Mai mehr. Ich bin lieber verletzt und weiß es, als glücklich und unwissend. Die will ins Licht. Aber bevor wir gehen, schauen wir nochmal nach Oma. Wenn sie nicht weiß, wo ich bin, kann es sie in letzter Zeit richtig auf die Palme bringen. Okay, wir machen einen kurzen Zwischenstopp beim Haus. Danke, Mai. Wow, aber das ist total toll. Also, sie jetzt bringen sie ja sogar noch die so richtig alte Vergleiche mit rein, mit in Licht ins Dunkel des Mittelalters und dem ganzen Kampf. Das ist gerade ganz großartig. Ich sage keine Besucher. Lasst mich in Ruhe. Oma, ich bin es. Bitte mach die Tür auf. Mai? Oh, Mai, du bist es. Bitte komm rein. Ja, komm rein. Wir wollen nicht rein. Nein, ich will nicht rein. Oh. Eigentlich will ich auch nicht zu der Frau. Nein. Ich wollte nicht rein, Mann. Moment. Was machen Sie hier? Es ist okay, Oma. Sie ist hier, um zu helfen. Helfen? Ha! Bring mich nicht zum Lachen. Du sollst mir doch helfen, erinnerst du dich? Ich habe etwas gespürt und du wolltest mich von meiner Vergangenheit erlösen. Erlösen? Redest du von der Maske?
Sprich nicht über dieses schreckliche Ding hier. Wie weit du auch gehst, ich spüre es immer noch, wie Nadeln in meiner Haut, die mich dorthin schleppen. In meinen Träumen kann ich immer noch diesen Ort sehen. Haben Sie es auch gesehen, Detective? Ein dunkler Ort, an dem die, die wir verloren haben, wohnen. Nee, haben wir noch nicht gesehen. Ich bin so alt und habe so viel Zeit vergeudet, dass der Schmerz nicht weggeht. Meine arme Emiko. Ich vermisse sie so sehr. Wenn ich sie nur gefunden hätte. Emiko? Du meinst Mom? Sie finden? Wovon redest du da? Sie ist weg! Takashi erzählte mir, dass sie nach meiner Geburt starb. Ja, natürlich. Du solltest nicht nach solchen Dingen fragen, Mai. Ohne diese Frau wärst du sicher im Schreim. Nein, Oma, du irrst dich. Ich bin nicht sicher, während alle mich anlügen. Ich gehe zu Takashi. Wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, wird er es tun. Mai, hör auf dich selbst. Du musst aufhören. Die Tür zur Vergangenheit zu öffnen, wird nichts lösen. Seit du klein warst, habe ich alles getan, um dich und deinen Bruder zu beschützen. Bitte gehen Sie nicht diesen Weg. Du siehst ihr so ähnlich, weißt du. Deine Mutter. Und sie, Detective? Vielleicht ist meine Enkelin zu naiv, es zu sehen. Aber du kannst es mir nicht verheimlichen. Ich weiß, was du gesehen hast. Was du denkst. Wozu du fähig bist. Aber halten Sie meine Familie daraus. Wir haben genug gelitten. Du weißt nichts für mich und außerdem bin ich nicht derjenige, der die Dinge von meiner Familie verheimlicht. Kennen Sie die Geschichte von Izanagi und Izanami? Oma, das schon wieder? Ich bin sicher, Ito ist nicht daran interessiert, einen alten Mythos zu hören. Wirklich, wir sollten gehen. Bleib da stehen. Obwohl ich dir diese Geschichte so oft erzählt habe, dass du sie nicht mehr begreifst. Ich denke, es wäre nützlich für diese Frau, es zu hören. Izanagi und Izanami waren die ersten Götter, die uns als die Kami bekannt waren. In den Legenden waren es die Tropfen des Ozeanwassers, die aus Izanagis juwelenbesetzten Speer fielen und die Insel Japans schufen. Als sie in unseren Ländern herabkamen, brachten sie ihre Liebe und Hingabe in die Reiche der Sterblichen. Izanagi und Izanami hatten viele Kinder, die Gottheiten der Natur, die die natürliche Welt um uns herum bewohnen. Eine Zeit lang war das Leben friedlich, doch als Izanami Kagutsuchi den Kami des Feuers zur Welt brachte, wurde sie furchtbar verbrannt und erlitt tödliche Wunden. Als sie starb und ihrer Sterblichkeit ins Auge blickte, wurde aus ihrem Leiden neue Kami geboren. Kami, die sich vor dem Licht versteckt hat. Als Izanami starb, war Izanagi untröstlich und in seiner Wut schlug er das Kind nieder, das seine Liebe tötete. Da er ihren Tod nicht akzeptieren konnte, wagte er sich tief in den Untergrund zu Yomi no Kuni, dem Land der Toten. Halb blind und von Trauer verzweifelt irrte er in der Dunkelheit umher, bis er schließlich die Stimme seiner Geliebten hörte. Obwohl sie ihr Gesicht nicht sehen konnte,
bat Azanagi Azanami, mit ihm zurückzukehren. Izanami antwortete, dass sie versuchen würde, die Götter von Yomi no Kuni um Erlaubnis zu bitten, in das Land der Lebenden zurückzukehren. Izanagi, der nicht in der Lage war, sein Verlangen nach seiner Liebe zu zügeln, entzündete seinen Gram. Um auf seine verlorene Liebe zu schauen. Was ihn begrüßte, war der Anblick ihres verwesenden, wurmstichigen Gesichts. Izanagi versuchte entsetzt aus Yomi no Kuni zu fliehen. Izanami wütend schickte dunkle Geister, um ihn zu verfolgen und zu ihr zurückzuschleppen. Nachdem er knapp entkommen war, versiegelte Izanagi den Eingang zu Yomi no Kuni mit einem großen Felsbrocken. Es ist unsere Sterblichkeit, die Leid in die Welt bringt. Doch ihm zu widerstehen, ist eine Perversion der natürlichen Ordnung. Sterblich zu sein bedeutet, dass wir akzeptieren müssen, dass wir Leben und Tod nicht kontrollieren können. Detective. Einige Dinge können nicht geändert werden und manche Türen sollten nie geöffnet werden. Du musst aufhören. Oma, du redest von Gerechtigkeit, ja klar. Oma, du redest von Geschichten und Mythen. Wir reden von echten Dingen. Die Geschichte mag ein Mythos sein, aber sie enthält Wahrheit. Siehst du das nicht? Die Dinge, die du verfolgst, sie sind unnatürlich, unrein. Hört auf meine Warnung. Und hört mit dieser Dummheit auf. Ich lasse nicht zu, dass sie meine Familie weiter mit hineinziehen. Erst nehmen die Bastarde meinen Emiko, dann tauchst du auf. Vielleicht werde ich für meine Sünden bestraft. Mai, komm her. Komm her, mein süßes Kind. Wir müssen dich von ihr fernhalten. Nein, Oma. Ich hab's dir schon gesagt. Ich gehe zu Takashi. Langsam wird's anstrengend. Ich gehe zu Takashi. Ich bin jetzt erwachsen. Du kannst mir nicht mehr sagen, was ich tun soll. Nein! Das kannst du nicht. Du kannst nicht gehen. Wir müssen unsere Familie beschützen vor Fremden, Mai. Du machst alte Wunden wieder auf. Lass uns in Ruhe. Lasst uns heilen. Heilen? Glaubst du, ich will heilen? Kannst du nicht sehen, wie sehr mich diese Lügen schon verletzt haben? Du bist derjenige, der mich verwundet hat, Oma. Nicht Ito. Du bist wahnhaft. Du erzählst uns Geschichten über Kami und Geister. Takashi mag auch Dinge von mir verbergen, aber wenigstens macht er... Was? Er Sinn. Aber macht er Sinn? Mhm. Er Sinn? Ja, ich möchte sagen. Essen. Aber wenigstens macht es Sinn. Dieses Mal wird er mir die Wahrheit über alles erzählen. Auch über Mama und Papa. Nein, stopp. Ich sage dir, wie deine Eltern, wie sie... Das kannst du nicht, oder? Du hast mir nie erzählt, wie sie gestorben sind. Die Gründe änderten sich jedes Mal, wenn ich fragte. Nein, Mai. Nein, bitte. Du musst zuhören. Du musst zuhören. Sie könnten zuhören. Sie sind immer noch da draußen. Und sie haben mir nicht vergeben. Siehst du das nicht? Sie? Wovon redest du? Du bist verrückt, Oma. Es tut mir leid, dass ich so mit dir geredet habe. Ich komme bald wieder, um nach dir zu sehen. Dann, ja. Geh nicht, bitte. Tschüss, Oma. Oh, hart. Hardcore, aber es ist auch hardcore, so einen inneren Monolog zu lesen, gefühlt. Ja. Beide Güte. Oh, Mann. Es tut mir leid, sie ist
schlimmer geworden, seit du sie zuletzt gesehen hast. Nein, schon gut. Also, was glaubst du, warum sie uns diese Geschichte erzählt hat? Über Izanagi? Ich weiß nicht. Es war irgendwie gruselig, oder? Sie redet davon, als hätte sie es wirklich geglaubt. Komm, gehen wir zu Takashi. Na, dann gehen wir halt zu Takashi, ne? Aber erst in der nächsten Folge, Diana. Das war viel zu viel zu lesen heute schon wieder. Oh, heftig, ja. Leute, wir machen jetzt mal ein schönes Päuschen und wir sehen uns gerne wieder in der nächsten Folge. Dianas Kanal natürlich in jedem Video verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut gern vorbei für mehr geilen Scheiß. Und schaut auch gerne auf dieses komplette Let's Play als Playlist an. Schaut auch gerne rein bei Pokémon Feuergrün, falls ihr was Lustiges haben wollt. Oder bei Catherine ein bisschen rein, was wir auch vielleicht weiterspielen werden. Und ja, Leute, haut hart rein, seid vorsichtig und ciao. Tschüssi.